Risotto, quasi das Paradegericht für Dialysepatienten, weil es irgendwie alles erfüllt, was so ein Gericht erfüllen muss. Es hat viel Eiweiß, es macht satt. Alles, was drin ist, darf man essen und man kriegt auch ohne Salz einfach einen mega guten Geschmack rein. Dafür brauchen wir zum einen Risotto-Reis, Handkäse. Handkäse sowieso auch ein super Lebensmittel. Wir machen noch ein bisschen Parmesan dazu, einfach um noch diesen italienischen Charakter in den Risotto zu kriegen. Knoblauch. Nachher ein bisschen Zitronensaft für die Säure, weil wir keinen Weißwein benutzen. Im Risotto gehört eigentlich Weißwein. Und auch wieder ordentlich Zitronenabrieb. Eine Geflügelbrühe, ohne Salz gekocht. Sahne. Und dann, was in Risotto auch gehört, ist ein ordentlicher Löffel Butter. Zum Start brauchen wir ein bisschen Olivenöl. Das lassen wir leicht heiß werden. Dann geben wir den Risotto-Reis rein. Risotto-Reis ist ja ein Buntkornreis. Der muss sich jetzt richtig gut vollsaugen mit dem Öl, weil das auch Geschmack ist. Dann geben wir wieder Knoblauch dazu, angedrückt. In dem Fall mache ich aber die Schale ab. Wir machen auch die Chilischote dazu. Für ein ganz bisschen Schärfe. Nebenbei das Rühren nicht vergessen. Und da müssen wir auch schon anfangen, mit Brühe abzugießen. So ein Risotto lebt ja immer davon, dass man rührt, bis die Flüssigkeit wieder weg ist. Dann gießt man wieder Flüssigkeit dran. Eigentlich macht man das im Wechsel mit Weißwein, den wir ja nun mal nicht nehmen. Deswegen machen wir ein bisschen Zitronensäure dran und rühren. So, der Risotto ist jetzt so weit, dass nur noch ganz wenig von der Flüssigkeit drin ist und er eigentlich in den nächsten 2-3 Minuten fertig wäre. Deswegen machen wir jetzt die Sahne dran. Ich mache das einfach noch ein bisschen fetter, cremiger, runder. Die lassen wir auch ein ganz klein bisschen einkochen. So, jetzt geben wir den Handkäse rein, der muss gerieben werden. Wenn der ein bisschen bröselt, ist gar kein Problem, weil der durch die Hitze sowieso schmilzt. Für das italienische Aroma reiben wir jetzt noch ein bisschen Parmesan rein. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal eine Minute runterköcheln. Kleine Hitze, Vorsicht, sonst brennt es relativ schnell an. Jetzt machen wir noch Zitronenabrieb dran. Noch ein bisschen Saft. Jetzt geben wir ihm noch so eine Minute, vielleicht auch anderthalb. Dann machen wir 2-3 Butterflocken dran. Jetzt sollte er nicht mehr kochen, nur noch schön verrühren, dass es eine schöne Cremigkeit hat. Jetzt können wir es auch schon anrichten. Wir gucken nur, dass der Knoblauch und die Chilischote nicht mit drauf ist. So sieht das aus. Ein bisschen frischen Rosmarin oben fürs Auge. Auge ist immer mit. Fertig ist der perfekte Risotto.